Diversität betrifft nie einzelne Personen, sondern immer zwischenmenschliche Beziehungen und Begegnungen unter mehreren Menschen. Im Hochschulkontext gibt es nicht ausschließlich eine Vielfalt unter Studierenden, sondern schrittweise auch immer mehr Diversität unter Lehrenden. In diesem Video geht es daher um die Frage, wer wir als Lehrende sind und um unsere Lebenssituationen und Prägungen, die wir in den Hörsaal oder den Seminarraum mitbringen. Beim Thema Diversität besteht manchmal das Missverständnis, dass es um eine Frage des geeigneten Umgangs mit einer Diversität geht, die vermeintlich nur Studierende betrifft. Aber wir sind keine außersozialen Wesen, die hier neutral in Zusammenhänge eingreifen. Wir sind aktiver Teil dieser Zusammenhänge. Dieses Video ist eine Einladung zur Selbstreflexion. Gerade für Lehrende gehört eine selbstreflexive Haltung zu ihrer Professionalität. Wir wissen aus der Forschung, dass diese Offenheit gegenüber Selbstreflexion bei Lehrenden wichtig für den Lernerfolg von Studierenden sein kann. Je mehr ich bereit bin, über das Geschehen in der Lehrveranstaltung nachzudenken und Dinge zu adaptieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass Studierende lernen. Und diese Selbstreflexion betrifft auch die eigene Positionierung im soziokulturellen, sozioökonomischen Raum. Dieser Blick auf sich selbst ist eine wichtige Voraussetzung für einen stimmigen Umgang mit Personen, die sich von einem in wesentlichen Aspekten unterscheiden. Was können meine eigene Biografie und meine Lebensumstände für meine Lehre bedeuten? Um konkret zu werden, bringe ich hier ein paar Beispiele, die allesamt aus meinen Gesprächen mit Lehrenden stammen. Eine Lehrende hört gern klassische Musik. In ihren Lehrveranstaltungen verweist sie häufig auf Opern zur Illustration. Die meisten ihrer Studierenden aber haben gar keinen Bezug zu diesem Musikgenre und können den Beispielen daher nicht folgen. Oder in einer englischsprachigen Laborübung beobachtet die Lehrperson, dass mehrere Studierende lieber einander Fragen auf Deutsch stellen, als dieselben Fragen auf Englisch an die Lehrende zu richten. Die Lehrperson spricht selbst nicht fließend Deutsch und erlebt diese Situation als Belastung. Eine wichtige Ausgangsfrage an Sie als Lehrende ist, welche biografische Prägung bringe ich, mehr oder weniger beabsichtigt, in die Lehre ein? Zum Beispiel durch mein Alter oder meinen Bildungsweg. Prägungen erscheinen uns oft so selbstverständlich, dass wir sie nicht als solche erkennen. Daher ist es nicht schlecht, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie andere denn auf uns reagieren. Also, welche Resonanz auf mich und meine Lehrgestaltung nehme ich unter meinen Studierenden wahr? Die eigenen Prägungen bewirken, dass auch wir als Lehrende nicht gefeit davor sind, schablonenhafte Zuschreibungen zu reproduzieren und Differenz herzustellen. Eine Situation, zu der es nicht selten kommt, ist das Ansprechen von einzelnen Studierenden als Repräsentantinnen einer kollektiven Identität, auch ohne dass die Lehrperson weiß, ob die Studierenden damit einverstanden sind. Ein Beispiel: Eine sozialwissenschaftliche Lehrveranstaltung befasst sich mit Freundschaft. In einer Einheit behandelt der Lehrende Hilfsbereitschaft und fließende Übergänge zu Phänomenen wie Klientelismus und Korruption. Um die Diskussion anzuregen, spricht er eine Studentin als Repräsentantin einer kollektiven, in diesem Fall nationalen Identität an. Was denken Sie als Italienerin darüber? Er nimmt damit die mögliche Implikation in Kauf, dass sie aufgrund ihrer Nationalität eine spezifische Sichtweise auf Korruptionsfragen hätte. Natürlich ist es eine Herausforderung, diese eigenen Zuschreibungen und etikettierenden Kategorisierungen zu erkennen und daran zu arbeiten. Eine gute Möglichkeit stellt hier zum Beispiel der sogenannte Implicit Association Test der Universität Harvard dar. Es kann ganz spannend sein, auch über die Zeit hinweg zu sehen, wie sich die eigenen Wahrnehmungen und Zuschreibungen verändert haben, wenn man den Test ein paar Jahre später wiederholt. Eine praktische Anregung fürs Prüfen und Beurteilen ist, eigenen Zuschreibungen erst keine Chance zu geben, auf den Prozess Einfluss zu nehmen. An einigen Hochschulen gibt es mittlerweile die Möglichkeit und teilweise die Verpflichtung, Prüfungen oder schriftliche Arbeiten anonymisiert zu beurteilen. Wenn das an Ihrer Hochschule keine Option ist, können Sie den möglichen Effekt von Zuschreibungen zumindest minimieren, indem Sie bei schriftlichen Prüfungen nicht Prüfungsbogen für Prüfungsbogen und damit Person für Person, sondern Prüfungsfrage für Prüfungsfrage korrigieren. Dadurch haben Sie mehr die Qualität der einzelnen Antworten im Blick und weniger die Person, deren Prüfung Sie in Händen halten. Ein anderer Aspekt ist, dass natürlich auch Lehrende selbst Zuschreibungen erfahren können.
aufgrund von Alter, Geschlecht, Machtposition, Namen, Sprachkenntnissen, Ethnizität, Kleidung und vieles mehr. In meiner Tätigkeit in der Hochschuldidaktik und Lehrendenberatung hatte ich immer wieder mit Lehrenden zu tun, die diesbezüglich Herausforderungen erfahren haben. Ein Beispiel: Ein Universitätsassistent Mitte 20 übernimmt direkt nach seinem Masterabschluss seine erste Lehrveranstaltung und fragt sich, ob die Wortmeldungen einiger älterer Studierender als Kritik an seiner beruflichen Unerfahrenheit zu verstehen sind. Ein anderes Beispiel wäre eine Situation, in der einzelne Studierende einem Lehrenden absprechen, eine Lehrveranstaltung zu Migrationsthemen halten zu können, weil er selbst betroffen sei und Migrationserfahrung hat. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie als Lehrperson selbst Diskriminierung erfahren. Erkundigen Sie sich, welche Stellen an Ihrer Hochschule Sie in so einem Fall unterstützen können. Auch vermutete Zuschreibungen können belastend sein. Zum Beispiel, wenn eine Lehrende auf Studien zur Korrelation zwischen Geschlecht und den Ergebnissen studentischer Lehrveranstaltungsevaluierungen stößt und sich dann fragt, inwieweit ihr Geschlecht das Zutrauen in ihre Fähigkeiten unter Studierenden beeinflusst. Das Nachdenken über Diversität und die eigene Person führt uns, neben Zuschreibungen, auch in eine andere Richtung, nämlich zu unserem eigenen Verständnis vom Sinn von Hochschullehre. Diversitätsfairness in der Lehre umfasst komplexe Fragen und unvermeidbare Spannungsverhältnisse, die sich nicht sofort lösen lassen. So kann uns zum Beispiel schwerfallen, unterschiedliche Lernwege zu ermöglichen in einem institutionellen Umfeld, in dem Lernen notwendigerweise bis zu einem gewissen Grad vereinheitlicht passiert. Besondere Bedarfe von Studierenden, die Effizienz und ein schnelles Vorankommen in der Lehrveranstaltung durchkreuzen können, erfordern unsere Aufmerksamkeit. All diese teilweise widersprüchlichen Anforderungen können Anlass für uns als Lehrende sein, Grundsatzfragen über die Ausrichtung und den Sinn von Hochschullehre neu zu stellen und uns darauf einzulassen. Das kann zum Beispiel ein vertieftes Nachdenken über sinnvolle Lehr-Lernziele im eigenen Fach betreffen. Wie sehr möchte ich die Beherrschung von Wissenschaftssprache in Schriftform im Verhältnis zu anderen Lehrzielen gewichten? Wenn ich feststelle, dass legasthenische oder fremdsprachige Studierende sich hier schwer tun, kann ich das zum Anlass für Abwägungen meiner Lehrziele nehmen. Insbesondere, wenn die betroffenen Studierenden fachinhaltlich sehr gut sind und die Schwierigkeit ausschließlich im schriftlichen Bereich besteht. Hier sieht man, wie die Erfahrung mit unterschiedlichen Studierenden die Lehrperson nochmals anregt, zu fragen: Was möchte ich denn wirklich vermitteln? Worum geht's mir im Grunde?